Hurra! Räumt das Feld fürs Gemüsefeld. Aufgabe abgeschlossen. Ja, und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Wir können, glaube ich, noch ein paar Fischstäbchen machen, genau. Sieben Stück sogar, okay. Das war jetzt nicht gerade wenig. Komm, geh raus hier. Dann können wir die ernten. Aber da gucke ich mal eben kurz. Du sollst eigentlich nur rüberspringen. Ja, das sieht richtig toll aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir hier was machen? Gartenbeet. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Ach, da muss ich die jetzt aber komplett neu machen. Oder wie verstehe ich das jetzt hier? Gut, dass ich jetzt nicht neu gepflanzt habe. Also, dafür brauchen wir natürlich wieder Erde. Wir brauchen Gartenbeet. Ja, du sollst es einfach nur... So, dann würde ich sagen, dass wir auf der einen Seite Bienenstöcke hinstellen. Das ist die Frage. Wenn ich das dahin mache, dann müsste der doch eigentlich davon profitieren, wenn ich vier Stück da reinstelle, oder? Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut, dann bauen wir jetzt da nochmal eine so hin. Dann ein Gemüsebeet quasi direkt hier hin. Ein Gemüsebeet hier hin. Und eins dahin. Ich weiß nicht, ob es dann dadurch schneller wird. Keine Ahnung. Aber so haben wir das hier oben nicht gemacht. Dann würde ich eigentlich fast sagen, dass wir die Kompostbehälter alle nach oben machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das dann ist. Ob wir das dann... Wir können das doch theoretisch auch löschen, nehme ich an. Ne? Objekte auswählen. Gegenstand auswählen, Baumenü anzeigen. Weiß ich nicht, ob wir das löschen können. Gucken wir erstmal eben oben. Also, ach nee, müssen wir nicht oben gucken, sondern ich muss erstmal gucken wegen den Blumen. So. Da machen wir jetzt, ach, da haben wir genau vier. Siehst du mal, das passt doch wunderbar. Da machen wir Samen rein. Da auch. So. Da auch. Natürlich müssen es Sonnenblumen sein, was auch sonst. So. Was halt blöd ist, dass man jetzt nicht sagen kann, ich nehme jetzt die, das von dem Honig von oben nehme ich jetzt und tue das nach unten. Das finde ich halt sehr doof jetzt. Okay, was wir wohl machen könnten, fällt mir gerade auf. Ach, jetzt haben wir kein Holz mehr. Gut, da müssen wir nochmal kurz Holz besorgen. Kitty, du stehst da gerade an einer ganz anderen Stelle. Da bin ich es gar nicht gewohnt, dass du stehst. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Holz. Wir brauchen 10 Stück, glaube ich, oder? Auf jeden Fall mal 13. Gut. Dann würde ich ein Gartenbeet machen. Könnte man ja theoretisch nebeneinander machen, ne? Aber das bringt alles nichts, oder? Wenn ich jetzt außen eins mache, dann muss ich ja eins freilassen. Dann müsste ich hier das nächste machen. Das ist doch doof. Ich könnte aber theoretisch da nochmal von außen Bienen reinmachen. Bienenstöcke. Die kosten nochmal 8. Oh, halt, stopp. Mit dir haben wir schon länger nicht mehr geredet. Bevor du weggehst, bleib mal kurz hier. Amira is always a fun chat.
I could nerd out over data and statistics with her all day. So, okay, jetzt darfst du weitergehen. So. Oh, hier unten ist auch noch was. Das sammeln wir doch mal schnell ein. Das. Och, nein. Du solltest eigentlich. Ja, gut, dann musst du halt jetzt dran glauben. Ich mag das zwar nicht, weil ich gerade diese rosanen Bäume unheimlich gerne mag. Aber wenn die jetzt schon mal angefangen hat, was soll's. So, dann würde ich nämlich sagen, dass wir, damit wir halt viel Honig bekommen, den, beziehungsweise die so von der Seite da dran bauen. Also sprich immer so was freilassen, immer eins freilassen, dass man hier noch durchlaufen kann. Und die von der Seite ranbauen und hier bauen wir dann, das war doch jetzt richtig, was ich erzähle, oder? Weil wir hatten noch zwei frei. Genau, da unten bauen wir dann nämlich mit Abstand von rechts und links dann nochmal eine Reihe. Oh, ich habe Großes vor. Zitrone. Zitrone wäre nicht schlecht, glaube ich. Weil die bräuchten wir ja schon mal öfter. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Zitrone rein. So, hier sollen dann die ganzen Bäumchen hin. Der müsste jetzt auch fertig sein. So, die müssten wir jetzt erstmal eben kompostieren. Na, komm. So, den müssen wir jetzt nochmal gießen. So. Erstmal gucken hier. So, bei dir können wir einsammeln. Sehr schön. Kommen auch direkt Maulbeerblätter mit raus. Sehr geil. So, jetzt ist die Frage. Ich würde jetzt gerne. Ich kann die hier halt nicht wegtun, ne? Sonst würde ich hier normalerweise auch noch Bäumchen machen. Wir müssen erstmal Wasser auffüllen, damit wir das jetzt nicht vergessen können. So, jetzt gucken wir mal kurz. Dann hätte ich zwei leere. Da könnte ich jetzt theoretisch Bäumchen reinmachen. Das könnte ich noch nach unten ziehen. Dann könnte ich da oben noch einen weiteren Komposthaufen reinmachen. Ja, dann hätten wir hier oben nämlich eine Bäumchenecke, wo wir dann auch nicht immer hin müssten. Was eigentlich blöd ist, weil eigentlich müssten wir hier oben das andere Feld machen. Aber naja, gut. Objekt auswählen. Dann nehme ich das. Stell. Moment, ich nehme erstmal das, stell das runter. Das stelle ich da oben hin, weil das ist ja schon fertig. Die sind ja schon was größer. Und Komposthaufen kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht machen, oder? Achso, das ist nur Holz. Nee, dann machen wir den Komposthaufen. Setzen wir den da hin, so. Können wir hier auch nochmal kompostieren? So, ja, so langsam läuft es doch. Ist halt nur blöd. Ich weiß nicht. Ich meine, gut, mit den Bienen. Es wäre halt schöner, wenn ich es abreißen könnte und dann komplett neu woanders aufbauen könnte, ne? Wenn ich dann auch das Geld und so dafür wieder zurückbekommen würde. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Kitty. Oh, what a good purr. So, sehr schön, liebe Katze. Die Sachen brauche ich zwar nicht so wirklich, aber die kann ich bestimmt noch gebrauchen. Ich würde gerne. So. Maulbeerblatt. Zack. Dann kann ich jetzt endlich mal damit anfangen. Das dauert insgesamt 3 Tage. Oh, ist das geil. Okay, Holz haben wir nicht mehr genug. Dann holen wir noch mal ein bisschen Holz. Dann können wir nämlich auch noch mal ein bisschen Papier herstellen. Falls ihr ein lautes Summen im Hintergrund hört, das ist die Kehrmaschine draußen. Die muss natürlich unbedingt wieder genau dann kommen, wenn ich am Aufnehmen bin. Aber das sind wir jetzt mittlerweile schon gewohnt. Schlimmer finde ich den Typen hier, der dann immer mit seiner Musik da rumfährt. Nein, es ist kein Eiswagen aus S, sondern so ein Schrotthändler, der hier rumfährt.
I'm all out of strength. Dein Ernst? Wegen einem Schlag willst du mich jetzt hier? I could. Hä? Du kannst ja wohl noch aufsammeln. Erzähl mir ja keinen. Siehst du, sag ich doch. Mann, jetzt lüge ich mich hier auch noch selber an. So, dann wollten wir Papier herstellen. Ausnahmsweise mal ganz viel. Naja, gut, 10 sind jetzt auch nicht so viel. Aber ich möchte es halt ein bisschen leveln. Waren wir jetzt schon? Wir waren heute noch nirgendwo, ne? Wir sind direkt hier rübergelaufen. Moment, dann gehen wir aber erst noch mal kurz hier oben gucken. Ah, natürlich können wir direkt wieder einmachen. Nein, können wir nicht. Ach, was mache ich denn? Ja, ja, ist gut. Ich möchte aber angeln. Also nehmen wir jetzt einen Bananensmoothie. So, kannst mich doch mal. Bevor ich jetzt wieder weglaufe und die großen Fische nicht mehr da sind, müssen wir das halt so machen. Kann ja keiner ahnen, dass ich jetzt hier noch, mich auch noch ums Holz kümmern muss. Ich habe ehrlich gesagt nur gedacht, dass da Erde reinkommt. Aber ich hatte auch gehofft, dass die Beete schon da stehen. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber nein, der hat ja gar nichts gemacht. Der hat mir im Endeffekt nur das Beet gemacht, wo ich Beete draufstellen kann. Was sehr intelligent irgendwie ist. Aber na gut. Wir gehen jetzt erst nochmal eine Runde schaufeln. Geld braucht man immer. Na komm. Is it? It is! A recipe! Gulasch! Endlich mal was Leckeres. Wobei, kommt auf den Gulasch an. Also es gibt auch welche, die so zähes Fleisch drin haben, dass es dann gar nicht mehr so richtig schmeckt. Is it? Oh, it is a recipe! Rezepte-Runde Blue Hawaii können wir jetzt herstellen. So, hier hinten ist soweit nichts mehr. Können wir direkt hier rüber gehen? War hier gerade was? Nee, das war nur ein Vogel oder sowas. Schwarzkümmel haben wir noch. Da sehe ich jetzt keinen großen Fisch bei. Minze müssten wir nochmal kriegen. Aber andererseits hilft uns ja auch nicht weiter. Auch wenn da was drin stand von wegen Tee und mit Minzblättern und so, was natürlich Quatsch war. Weil wir brauchen den schwarzen Tee. Moment, bevor ich jetzt irgendwas mache. Doch, hier kann ich nur angeln. Mal schauen, was es wird. Oh, quick! Du garstiges Krustentier. Genau, schieb den mal weg da und dann beiß mal selber an. Oh, got one. Na, sie hören wieder auf mich. Sehr schön. Ein Flusskrebs, das ist wirklich ein Krustentier. Okay. Er ist nicht da. Ist er jetzt wieder bei uns oder? Oh, sie ist ausnahmsweise mal da. Hallo? This workshop feels really well worked in. No, oh, that's because it is. My ma and Baria ran the place for years before she retired and moved to Atlantis. She retired to a famously magical island? Don't you live on a magical island? Ah, touché. Eigentlich ja nicht. Wir sind ja eigentlich woanders. Wir leben ja nicht direkt auf dieser Insel hier. So, mal gucken. Sie hat ausnahmsweise nochmal geöffnet. Amira seems happy lately. Human temperaments shift so quickly, I could never keep up with her. Okay. Nee, ich will nichts verkaufen. Ich wollte mal Rosenwasser, okay. Was ist ein Rosenwasser? Verwende sie für Rezepte. Okay. Gut zu wissen. Ich wollte eigentlich aber wissen, Schwebetrank. Nee, sie hat wirklich nur hier... Oh. Okay. Das Problem ist, ich habe hier nichts, was ich hier verkaufen könnte. Glaskugeldrang. Ja gut, den könnte ich herstellen, aber der kostet natürlich auch eine Menge. Andererseits, ich weiß nicht, brauchen wir den für 70 verkaufen? Wir können ja mal mit einem probieren.
Wow, okay. Ich mach's jetzt einfach mal. Auf zum Shoppen, sagen sie. Schwebetrankkonzentrat. Es werden 15 Dosen auf einmal gebraut. Oh, cool. Dies ist eine Riesenladung Schwebetrank. Die Frage ist nur, wofür brauchen wir das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kauf's mal einfach. Ich meine, ist ein Rezept, ne? Vor allen Dingen noch ein magisches Rezept. Schwebetrank. Oder kann ich dann schweben vielleicht? Ich dachte jetzt, das wäre irgendwas für Gegenstände. Oh, ich bleib hier überall hängen. Hi. I can't talk now. I must keep an eye out for wildlife in need of my assistance. Dann halt nicht. Ich hätte da mal gucken können, was ich bei ihm eigentlich verkaufen kann. Aber egal. Hier ist gerade keiner. Wesley, wo bist du? Mein Liebster, mein Zukünftiger. Kannst doch nicht einfach abhauen. Hallo? Hallo, Huhn. Wollte ich wäre ein Huhn, dann hätte ich was zu tun. Außer das kleine Küken, das hat nichts zu tun. Das tappelt hier einfach in der Gegend rum und wird erwachsen. Dann hat es zwar auch irgendwie was zu tun, aber es tut aktiv natürlich nichts. Also wer sich jetzt wundert, ich habe dem Huhn nur gerade geantwortet. Achso, das war das andere. Ach, du hast dich beschwert, dass du noch gar kein Futter bekommen hast. Ich dachte, das wäre das andere gewesen. Ich kriege hier schon gar nicht mehr mit, wen ich hier fütter. Ihr seht alle so gleich aus. Ich meine, klar, die haben andere Farben, aber das ist dann auch das Einzige. Heieiei. Hallöchen, Butterblume. Na, die hören fressen und schon kommen sie alle raus hier. Könntest du mal nicht durch uns durchlaufen, bitte? So, dankeschön. Für dich möchte gern Schneeflöckchen auch was zu fressen. Nein, 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 nicht weglaufen. Dich müssen wir auch noch füttern. Hallo? Ich habe den Kleinen gerade anvisiert und dann habe ich den anderen drin. Auch nicht schlecht. Geh mal weg, Butterblume. Ich muss hier mal ein bisschen kraulen, damit die schön groß wird und Wolle abgibt, was die andere ja immer noch nicht macht. So, hier unten haben wir noch nicht geguckt, ob wir was mitnehmen können. Aber hier sieht es auch nicht so aus, als ob wir was mitnehmen können. Bei Thomas müssen wir auch nicht mehr gucken. Da sind noch Steine, die wir noch mitnehmen können. Das ist gut. Haben wir den hier überhaupt schon geguckt? Moment, da kann ich ja noch einmal... Na, nicht wieder, dass das Falsche passiert hier. So. Okay, dann gehen wir aber trotzdem nochmal an den Strand. Jetzt war ich so aufgeregt und jetzt kann ich die Hälfte gar nicht machen, weil ich halt einfach nicht die Ressourcen dafür habe. Aber gut, das wird noch. Ich meine, wir brauchen ganz viel Holz und wir brauchen noch ein bisschen Dünger. Und dann wird das schon. Ist ein großer Bayer. Ja. Quick! Oh, got one! Ein Tintenfisch, ein Tintenfisch. Jetzt ist ja auch schon wieder alles voll. Mann, 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 Mann. Ich wollte jetzt eigentlich keine Angelrunde machen. Ich wollte jetzt eigentlich Richtung Stadt gehen. Das ist nett, dass ihr das Ganze ein bisschen abkürzt. Dankeschön. Eine Muschel sogar, okay. So.
Bei dem sind die Bäume irgendwie immer voll. Kann man da jetzt tatsächlich einmal am Tag was holen? Kim's good to go fishing with. They enjoy the silence and don't pry too much. Xier genießt die Ruhe. Xises Nase. Oh Gott. Shabys allerlei. Den haben wir auf jeden Fall ausgelevelt. Jetzt können wir da hinten schon wieder angeln. Oh, Leute. Ja, ist ja gut. Was ist denn mit dem Bier eigentlich? Das bringt gar nichts. Das bringt nur Magika. Ja, dann nehmen wir mal ein bisschen Lamonade, genau. Ein bisschen Lamonade. Ach, da hinten geht's noch weiter. Oh. Es wird heute doch eine Angelstunde werden. Also eine Angelfolge werden. Ich muss aber doch noch mit den Dorfbewohnern sprechen, Leute. Könnt mich doch nicht überall angeln lassen. Ich würde sagen, ich angel die jetzt erstmal eine Weile noch hier rum, weil das sieht aus, als ob da doch noch ein paar mehr kommen. Und dann schneide ich die Gespräche mit den Bewohnern gleich hinten dran. Bis gleich. So. Darn it! I had just found the perfect bit of straw to chew on for today's selfie, but Mutilda ate it before I got the chance. Huh. Almost like she needs it for sustenance instead of an aesthetic. Ja, schrecklich. Also sowas darf natürlich nicht sein. Das geht ja mal gar nicht. Also, ich werde mir noch ein kleines Küken zulegen. Here is your animal. Ich hätte erst was Now, kaufen sollen. What would you like to call her? Flügelspiel haben wir schon. Petra vielleicht. Ah, nee, Peter. Peter ist scheiße. Kikerifi oder Huni. Ich nehme Kikerifi. That's definitely a name. Ja, irgendwie schon, ne? Kann ich bei dir wenigstens kurz kaufen? Okay. Weil, dann kaufe ich nämlich noch mal... Ich habe ja jetzt nicht mehr so viel. Ich kaufe noch mal auf 30 hoch. Das kaufe ich auch noch mal hoch. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt im Moment noch nicht so viel. Ich hätte 31 kaufen sollen. Naja, gut. Egal. So, du wirst mit meiner Hilfe auch noch eine große Kuh, wollte ich gerade sagen. Du kleines Küken wirst mit meiner Hilfe auch noch eine große Kuh werden. Irgendwas ist bei dir schief gelaufen. Oder bei mir, je nachdem, wie man es nennt. Na gut, dann reden wir mal mit den Leuten. When I work with metal, sometimes I feel like it's talking to me. Guess that's what happens when you spend all day by the forge. Naja, das kommt darauf an, ne? Ich meine, andere Leute reden halt mit anderen Menschen, anstatt mit dem Metall. We decided to write our own vows. Ach, do you even know how many sonnets Shakespeare wrote? 154. Exactly. Wait, what? How did you know that? I was an English major in college. Ha! You literally couldn't have picked a less helpful major for farming. Oh, trust me. I know. Ja. Der hat geschlossen. I represent everyone in our community, not just people who like me, but most people like me. Setz noch nicht dahinter, dann stimmt das wahrscheinlich auch. I should be thinking about what flowers to order for the shop. Instead, I'm dreaming about what fabrics would work best on a pleated A-line skirt. Da sagst du gerade was. Wie viel kann ich mir die noch leisten? Ja, kaufen wir noch mal gerade 4 neue nach. In der Hoffnung, dass die Jahreszeit nicht so schnell vorbei ist. Oh, Leute, bevor ihr abhaut, Moment. My mom sometimes calls me by my sister's name. We don't look anything alike. Der hat gerade Schwester gesagt. I told Sophia she should have a punch card for her diner, like some of the restaurants in Milkwater do. Buy 10 chocolate milkshakes, get a chocolate cupcake for free. That's a lot of chocolate. I know. Wouldn't it be great? I bet I can do it in one day.
Ich danke den Machern von Wildflowers. Sie haben endlich die Schwester eingeführt. Es ist kein Bruder mehr im Gespräch. I wish the island had roads. Not that there's a lot to see. I just want to drive a real car one day. So, freue dich nicht darüber. Zu Fuß ist es immer schöner. Did you grow up here? Seitdem es regnet. No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Ja, ich würde schon fast vorschlagen, dass wir die einfach immer wegskippen, weil die sagt tatsächlich jeden Tag das Gleiche. Ach, haben wir direkt mal beide auf einen Schlag hier. Dich habe ich schon gesucht. My older brother is the successful one in the family. But hey, I'm the one rolling in the dough. Dabei musste ich mit dir gar nicht reden, fällt mir gerade auf. So, dann das Heufeld. Das kannst du mir schon mal... I could set up a grazing field here. But you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. 2000, naja gut, aber Dünger wird halt jetzt noch das Problem werden, ne? Weil 40 Dünger... Finn's decided he wants to knit Lena's dad a pair of socks. Now, he could use a project, and I'm sure Marcus would love them, but I'm just not keen on introducing Finn to pointy objects right now. Nee, kann ich absolut verstehen. Wir haben jetzt schon 3 Uhr. Normalerweise würde ich jetzt direkt... du solltest nach unten gehen. Normalerweise würde ich jetzt direkt in den Wald gehen, damit ich das alles so auf einer Ebene habe. Aber ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch aufhaben. Er hat eine neue Quest für mich. You know, Marty came in here the other day and suggested lobster chowder is practically the same as lobster bisque. Well... They are both creamy, soupy seafood served in a bowl. Oh, Tara. In the interest of our friendship, I'm going to pretend you didn't just say that. Mhm. Kann ich mir ja gar nicht leisten. Stimmt ja. Moment. Kurz noch mit ihr reden, weil die rennt sonst wieder weg. Nee, mit ihr habe ich schon gesprochen. War das heute? Ach so. War das sie, die ganz schnell weggelaufen ist? Achso, ja, da habe ich auch kein Geld für. Ah! Bruno, turn me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. So. Nee, so rum. Dann habe ich erstmal wieder einen Grundstock, um wieder was Neues Ach, was drücke ich denn hier mal? Einzukaufen. I get older, but I never feel older. It's like time stops moving once you hit a certain point in life. Lockerer Freund, yay! Bruno! Don't forget to go pouring a bit of whiskey into the sea. Anglers gotta offer something up from time to time. Ja, aber warum gerade Whisky? Weißt du, wie teuer das ist? Würmchen. Kaufen wir nochmal 7. So. Mit dir reden wir auch nochmal schnell. Mama was a pharmacist before she retired. Pharmacist, bartender. It's the same thing, really. Just mixing things up to make people feel better. Ich wollte gerade sagen, beide handeln noch irgendwie mit Alkohol, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen. 7 wollte ich noch kaufen. Wobei ich jetzt natürlich auch noch welche machen werde. Also würde ich sagen, ich weiß nicht, wie viele es genau waren. Ob es 5 waren oder mehr. Keine Ahnung. So, du hast eine Quest. Mit dir kann ich noch reden. Also Quest, ne? Hi Cameron. What are you reading? Oh, the Book of the Mind, of course. I just love to sit in this spot. It's so quaint. It looks more like a movie set than the real movie sets from my childhood. Not that I miss Los Angeles. I mean, it's beautiful, but the people here in Fairhaven, they feel more real. Ich weiß nicht, was echt bedeutet. Du wirkst echt auf mich? Naja, weiß ich nicht. I don't really know what it means to
be real. I like the people I've met in Fairhaven so far, though. You're right. All I meant was, when I was in L.A., I felt like there was a big focus on superficial accomplishments, and it's nice to get away from that, is all. I didn't mean to imply judgment of people in L.A., or here, or anywhere. People have to walk their own path, wherever they are. All I meant was that out there, I felt like I was all on my own in my search for life's true purpose. It's better to have company on one's journey, don't you think? Ja, aber nicht mit mir, bitte. Also fühl dich jetzt nicht angebaggert. Moment, mit dir habe ich schon gesprochen. Dann können wir nochmal eben den Rest hier oben machen, beziehungsweise durch den Wald gehen. Wo die garantiert nicht hingehen. Ich denke mal, die werden jetzt nach Hause gehen. Und da weiterspielen. Ah, da ist noch was zum Einsammeln. Sehr schön. Was machst du denn jetzt hier? Ey, die teleportieren sich immer dermaßen schnell durch die Gegend, die Leute. Gerade noch mit dem gesprochen. Hab schon hier den super Beschleunigungszauber drauf, ne? Und dann ist der immer noch schneller da als ich. Wenn er nicht so fanatisch wäre, würde ich sagen, der würde zum Zirkel gehören. Aber, ne, dass er irgendeinen Zaubertrank benutzt hat. Oh, quick! Ja, aller guten Dinge sind drei. Habe ich jetzt eigentlich normal mit dem gesprochen? Nee, ich habe jetzt nur mit der Quest dieses... kann ich nochmal normal mit ihm sprechen? Kann ich nicht. Okay. Sie war aber nicht dabei bei den Kiddies. I'm jealous of Sebastian. He's already like almost a grown-up. Ja, sei da lieber nicht neidisch drauf, weil das ist nicht unbedingt das Tollste, was du haben kannst. Das Beste ist immer noch die Kindheit. Auch wenn es nervt, auch wenn die Eltern nerven können. Aber... Also, ja, kann man so auch nicht sagen. Also, es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also, wie soll ich das sagen? Arbeit ist das eins der schlechtesten Dinge von Erwachsensein. Und natürlich Geld und Rechnungen zahlen und so weiter. Das hängt ja alles so zusammen. Aber es gibt natürlich auch Arbeiten, die man machen kann, womit man Geld verdienen kann, wo man sich gut mitfühlt, also was man gerne macht. Deswegen, ich meine, Unabhängigkeit ist natürlich auch so eine Sache. Das ist natürlich als Erwachsener wesentlich geiler als Kind. Beziehungsweise als Kind ist es natürlich auch schön, unabhängig zu sein. Aber ja, es ist halt was anderes als Erwachsener. Jetzt sind sie... Ach so, da sind die Kiddies hingegangen. Ah, okay. Ja, ich kann nicht mehr allzu viel machen. Mit ihr habe ich schon gesprochen. Mit denen habe ich alle schon gesprochen. Eisen habe ich kein neues mehr geholt. Ich bin gerade am Überlegen. Da ich jetzt nur einmal quasi draufhauen kann, bringt das natürlich auch nicht viel. Ich mache es aber trotzdem mal eben. Buff. So, und schon ist meine Ausdauer weg. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt, weil ich nicht weiß, ob es am nächsten Tag dann überhaupt noch gilt. Ich schaue mal eben, ob ich nochmal kurz Fischstäbchen machen kann. Warum hatte ich denn jetzt... Oh. Elf konnte ich noch machen. Ja, wunderbar. Aber verkaufen werde ich sie nicht mehr können, weil die, glaube ich, jetzt um 5 auf jeden Fall Feierabend hat. Da würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Gute Nacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. So tired. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.